Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Half-Life 2. So, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir waren hier unter der Brücke in diesem kleinen Schalterhäuschen, haben schon alles fleißig eingesammelt, haben uns schon gut gerüstet und ja, sind jetzt hier praktisch soweit fertig und müssen nur noch auf das Knöpfchen drücken. Dann drücken wir doch mal auf das Knöpfchen und sind mal gespannt, was so passiert. Oha, wir hören schon was. Will, glaube ich, dann lieber nicht auf den Hubschrauber warten. Ja, da schießt er nämlich schon hin. Da kommt er. Meine Güte, M. Da ist schon echt fies teilweise, wie viel Damage die Scheißtypen machen können. Oh, da ist er. Das explodiert. Ja, das Problem ist, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe leider keine Munition hier. Mit 3 Schuss kriege ich den nicht platt. Scheiße. Wo ist denn der jetzt? Da ist er. Ja, dann mal schnell, wa? Drück mir den Daumen! Aua! Na gut, ein bisschen Damage, aber das war okay. So, Kollege. Au. Boah! Alter, wo ist er jetzt? Da ist er. Zack. Damit. Ja, die nächsten Raketen sind da vorne erst. Paket. Nein, nein, scheiße. Aua. Kacke. Ja, super. Und damit starten wir wieder hier. Ach, guck mal, man hätte es auch schneller haben können irgendwie. Oh oh. Ah, guck mal, dafür war das jetzt deutlich besser hier. So. So, jetzt. Hallo. Ha, wieder gut gerettet. So. Bist du? Was ist der jetzt? Ach, da. Au. Hektisch. So, zumindest schon mal wieder hier in Sicherheit. Hey, Treffer. Die, son of a bitch, die. Jawohl. Bumm. Perfekt. Ja, das war doch gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wir haben sogar noch ein bisschen Shield überbehalten. Klasse. So, dann gucken wir mal. Ja, da geht's. Jetzt nur nicht hier runterfallen, das wäre ärgerlich. So. So. Ja, dann Raketen haben wir ja voll. Beam haben wir auch voll. Ja, dann ab dafür. Und hüpp. Und hüpp. Ja, zack. Na, so, perfekt. Und geschafft. Ja, dann. Bravo. Und loading. Ja, wunderbar.
So, damit haben wir den Abschnitt auch geschafft. Wir haben das auf das Knöpfchen gedrückt. Ach, guck mal. Oh yeah. Ameisenlöwen versus Zombies. Ach, guck mal. Und der Zombie hat sogar gewonnen. Ich glaub's ja nicht. Huch, okay. Das war nicht so clever. Dann geben wir jetzt mal Gas, damit die Ameisenlöwen nicht direkt hinterherkommen. Soll ich befürchten, nur? Mhm, ich wusste es. So. Naja, guck mal, die Ameisenlöwen geben gerade schon Gas. Ja, dann werde ich das einfach die Verwirrung nutzen. Ach, scheiße. Zu dem Thema. Hat hier. Achso, der hat von hinten geschossen, daran lag's. Ja gut, dann lassen wir die jetzt einfach stehen. Die sind mir ja egal. Und gehen hierher. So, nämlich hier, genau, hier war nämlich dieses Tor. Das ist nämlich jetzt kaputt. Wir können hierher. So, dann könnte ich ja mal überlegen, was jetzt hier wohl passieren wird. Ey! Hallo, ich bin doch wohl ausgewichen, ja? Toll. Was zur Hölle. Na gut, dann nochmal. Ey, was ist denn das? Ja, Failure to Preserve, ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, Leute. Sorry, aber... Ja, sonst muss ich das hier gleich mal rausschneiden einfach. Das gibt es ja nicht. Ja gut, dass ich das jetzt nicht geschafft habe. Ey, hallo? Geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Auch wenn es arscheng war. Alter Schwede, ey. Keine Ahnung, warum das... Also, sonst habe ich das eigentlich auch immer recht easy hinbekommen. Keine Ahnung, was hier los ist. Mann, Mann, Mann. Okay. Tut mir leid, das ist echt manchmal so doof läuft hier. Ich weiß nicht, bis gerade war... Okay. Will mich nicht beschweren. Oh, hi. Mit dem Auto komme ich hier jetzt ja weniger gut weiter, ne? Ach, guck mal, da habe ich schon was laufen sehen. Munition gespart. Ach, guck mal. So, ja, schade, Leute. Ihr habt so nicht überstanden. Oh, hi. Kriegen die das nicht auch irgendwann kaputt?
war das denn nochmal? Ach, guck mal. Oh, da laufen ja so einige. Na, komm schon. So, solange hier keiner neben mir steht, ist ja alles easy. Kein Problem. Aua, ja geil, jetzt habe ich mich mit dem Auto wieder selber getroffen, am Arsch. Oh, ja. Jesus, Maria und Josef. Naja. Neo, neo. Oh, und das Ende am Tunnel, das Licht am Ende des Tunnels. So, ja, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass jetzt nochmal so ein Ladebildschirm kommt, aber offensichtlich nicht. Okay. Das liegt immer ein bisschen komisch. Ja, gut. Ja, dann fahren wir hier mal weiter. Ja, ich wusste, dass da welche stehen. Ein bisschen gemein, nicht wahr? Aber gut. Die verstecken sich ja dahinter, dann darf ich auch sowas hier machen. So. Guck mal, die machen nämlich sowas hier, die verbrennen nämlich Leichen. Voll eklig. Muss denn das sein? Dabei ist hier doch ein Friedhof schon. So. Könnt euch sicherlich denken, was passiert, wenn ich hier runterspringe? Nichts Gutes, deshalb lasse ich das mal lieber. So, und hier drinnen wird es wahrscheinlich auch wieder lustig zur Sache gehen. Ja, und dieses Auto verschwindet einfach mal, wenn man es von einem... Ach, guck mal, das ist ein Tarnauto. Wenn man es von einem bestimmten Blickwinkel ansieht, dann verschwindet es einfach. Aber ich kann es trotzdem treffen, auch wenn es nicht da ist. Faszinierend. Vor allem sehe ich die Einschlaglöcher trotzdem. Ja, faszinierend. Faszinierend. So, was haben wir denn hier? Hallo und herzlich willkommen bei Tine Wittler. Einmarsch, Tine Hitler, Einmarsch in vier Wänden. So, ja, hier sieht es aber nicht so ordentlich aus. Irgendwie. Irgendwie kommt mir das hier nicht so geheuer vor, um ehrlich zu sein. So, ja. Boah, habe ich mich erschreckt. Wahnsinn. So, dann habe ich das Ding auf jeden Fall schon mal weit genug geschossen. Ja, das ist, glaube ich, auch explodiert. Sehen? Ja, perfekt. Geschossen. Wie auch immer das gehen kann, dass das Ding von hier oben jetzt da runtergefallen ist. Hallo? Wahnsinn. Ja.
Nichts ist unmöglich. Da will ich es bestimmt nicht rausschießen. Ja, dann muss ich halt nochmal kurz nach oben. Bumm. Bumm. So. Ja, war ja klar. Hui. Bumm. So. Naja, ob sich das jetzt wirklich gelohnt hat, ich weiß, Leute, das wage ich auch fast zu bezweifeln. Aber gut. So, weiter geht's. So. Aber ich glaube, das passt hier gerade mal wieder ganz gut. Dann machen wir jetzt hier erstmal wieder ein Päuschen. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Half-Life 2. Bis dahin, ciao!